Hast du Bock? Ja, wir haben einiges zu besprechen. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Und das hier ist Schwarzwald John, a.k.a. Black Mamba. Ja. Ich glaube, ein paar Leute haben es mitbekommen. Und ich muss mich an dieser Stelle auch mal bedanken, weil ganz viele sind für mich in die Brösche gesprungen. Ja. Ihr habt euch für mich eingesetzt. Fand ich sehr cool, habe ich nicht mit gerechnet. Ich glaube, alle, die das Video gesehen haben, werden wissen, du hast dich der Meinung vieler anderer nach sehr unfair mir gegenüber verhalten. Nee. Du hast mich gemobbt oder hast mich aufgezogen. Nee. Oder hast viele Witze auf meine Kosten gemacht. Ne? So, da hast du ja einfach einen Spaß draus gemacht. Ja. Und das ist von den Leuten nicht so gut aufgenommen worden, um das mal milde zu formulieren. Ja. Die haben sehr viel für mich Partei ergriffen und gesagt, jetzt ist der John auf einmal unsympathisch. Ja. Und ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, dass es mit mir sehr viel gemacht hat, John. Wirklich? Ja, pass auf. Weil erstens während der ganzen Situation, während des Drehs, also es waren die Bundesjugendspiele. Ne? Ja, ja. Wir sind alle gegeneinander angetreten. Ja. Für mich war das wie im Sportunterricht früher. Und ich habe relativ schlecht abgeschnitten, um das mal milde zu formulieren. Ja. Habe mich da auch mehr oder weniger blamiert und mir schon die Frage gestellt, will ich das überhaupt zeigen? Weil es ja schon irgendwie unangenehm ist, irgendwie, wenn man nicht so abliefert und die anderen alle immer besser sind. Das heißt, ich habe gar keine Lust, immer derjenige zu sein, der ständig reinscheißt, auf gut Deutsch. Weil es als Kind früher auch schon so bei mir war. Nee. Das heißt, ich war in der Schule, im Schulsport nie der Sportlichste. Das ist auch noch untertrieben. Also ich war einfach super unsportlich, mein Gehirn lernt schlecht, braucht lange, um Bewegung zu erlernen, weißt du? Ja. Und das hatte zur Folge, dass ich als kleiner, dicker Junge immer als letzter in die Sportmannschaft gewählt wurde. Kennst du das? So, wenn man in der Schule war, dann hat man so eine Mannschaft gewählt, zwei Captains. Ja, ich weiß. Und, dann, ja, ja. Und ich kam immer ganz am Schluss. Ich dachte mir, und keiner wollte mich haben. Ja. Verstehe ich auch, weil du willst ja mit deinem Team gewinnen. Ja. Dann nimmst du ja keinen mit rein, der halt nicht gut ist. So, ist halt klar so, ne? Ja. Und genau dieses Szenario hat sich für mich da wieder abgespielt. Das heißt, egal wie ich mich anstrengen konnte, angestrengt habe, ich war nicht in der Lage, wirklich abzuliefern, auch bei dem Sprint. wo du dich ja auch noch mehrfach über mich lustig gemacht hast. Ja, obwohl du selber, ja, das meine ich ja. Obwohl du selber gar nicht laufen konntest, ja. Weil du, ja, du, kannst, ja, du bist verletzt, aber du hättest ja auch aktiv zu deiner Regeneration beitragen können. Ja. Du hättest deine Collagen-Peptides nehmen können, deine Supplemente, hast du aber auch nicht gemacht. Ich hab nichts gemacht, nee. Ja, aber jetzt, Gott sei Dank, nachdem ich dir den Tipp gegeben habe, das mache ich, ich hatte übelste Schulsport-Flashbacks und Vibes und das war währenddessen echt richtig kacke. Und vor allem hat sich das immer zugespitzt. Ne? Wir haben angefangen mit dem Diskuswerfen, da ging es schon langsam los, du hast dich ein bisschen reingesteigert. Ja. Natürlich machst du das auch der Unterhaltung wegen, ganz klar, weil es soll ja auch irgendwie ein bisschen was passieren, ein bisschen Action sein. Dann ging es weiter mit dem Speerwerfen. Ja. Hast du das Niveau noch ein bisschen, ne, höher gesetzt? Und so Kommentare gemacht, oh Johannes, ganz toll, du hast so super gemacht. Am Ende des Tages, ich habe dich gefeiert, Johannes, ich habe dich supportiert. Ich sage, Opa Giovanni hat wieder eine krasse Leistung geliefert. Genau, Wahnsinn! Genau so hast du es gemacht. Aber das war aber das wenn du, Fall halt. Ja, aber für mich hat sich das mega beschissen angefühlt. Da ging es noch so, aber es wurde ja immer schlimmer, spätestens beim Sprint. Und jetzt pass auf, ich will dir das auch erklären. Ja. Beim Sprint habe ich ja ganz klar in den Zeiten gesehen, wie schlecht ich bin. Und ich kann mich auch damals erinnern, im Sportunterricht gab es Frauen, die richtig schnell waren, oder Mädchen, Kinder, die haben mich abgezogen. Und dieses Gefühl, wenn du einen 100-Meter-Sprint hast und du siehst die Alte an dir vorbeirennen und denkst dir so, das kann hier gerade, was passiert hier gerade? Ja. Also ich wurde von Mädchen geschlagen. Ja. Das war schon, als Kind, ohne Testosteron im Blut, war das so schon sehr frustrierend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir können uns diese Szene auch nochmal angucken. Yeah. Wollen wir uns nicht nochmal angucken? Pass auf. Ja, können wir gucken und so halt. Weil muss man was vorstellen, Giovanni. Ich feiere dich persönlich, weil ich hab das gesagt, wo ich neu in Deutschland war. Ich habe mich damals, wir dürfen nichts arbeiten, wir dürfen nichts in Fitnessstudios sogar melden, weil wir haben keine Papier, wir haben na, Dinge, das war eine so eine Fiktion oder irgendwas, ein Papier, ist einfach ein weißer Papier, wo du durch die Stadt laufen kannst, mehr nichts. Und ich sitze daheim, ich liebe Fitness, suche ich mir Fitness-Sache. Das erste Video, was rausgekommen, wo ich gesehen war, du warst dabei. Und am Ende des Tages, ich damals als Flüchtling viele Träume zu haben, am Ende des Tages,
dreht mit dir ein Video. Weißt du, was das für eine Leisterkrassung ist? Das ist eine Leister, das, was für krasser Leistung das ist. Das würdest du nicht verstehen. Das ist so wie du, wenn du jetzt sitzt und über Arnold Schwarzenegger und irgendwann musst du mit Arnold Schwarzenegger zusammen trainieren. Ja gut, der Vergleich ehrt mich sehr, das muss ich sagen, der ehrt mich sehr. Ja, wirklich. Ja, aber die Frage ist ja, wie hat es sich für mich angefühlt? So, weißt du, was ich meine? Und vor allem auch für die Zuschauer, die ja dann auch gesagt haben, so, ey John, so kennen wir dich gar nicht. Warum hast du ihn da so schlecht dastehen lassen? Das ist vielleicht auch ein bisschen... Du hattest erst auch gesagt, John, was Johannes so ein bisschen für dich so bedeutet. So. Ja. Kannst du das nochmal erläutern, wie du das erst erzählt hast? Was meinst du? Die Opa Giovanni, oder? Mit Opa? Dass er für dich dein Opa ist? Ja, das ist so halt. Und dann komme ich in Deutschland zum Beispiel, musst du vorstellen, ich bin in einer großen Familie geboren. Mhm. Meine Mama, Papa, Onkels, alles und so halt. Und ich habe so immer... So, ich habe einen Onkel gehabt, die ist der Lastergeborene von meinen Eltern. Aber weißt du, was ich meine? Die ist so 15 Jahre oder so älter als ich oder so. Und wir haben ihn einfach, er ist Onkel, aber er ist mehr so wie Kollege. Kennst du, was ich meine? So wie Bruder. Und wir haben ihm immer Spaß gemacht und so halt. So was sehe ich Giovanni auch und so halt. Und irgendwie, weil ich hatte keinen Opa gehabt. Mein Opa ist gestorben 20 Jahre, bevor ich geboren und so halt. Oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Und so halt. Dann kommst du in Deutschland, sehr lange hast du deine Familie nicht gesehen. Dann kennst du jemanden, Giovanni ist so wie einfach eine Papa-Figur für viele Kinder. Ja. Muss man ehrlich sagen, wir haben privat geredet, er weiß schon, was ich ihm gesagt habe. Das brauche ich hier nichts erzählen. Ich habe ihm damals, Giovanni, ich konnte anfangen, irgendwann von mir war, weil ich habe selber Kinder, mit seinen ganzen Kindern und so halt, habe ich ihm gedacht, oh, das ist ein bisschen. Aber, wo ich meinen Unfall gehabt habe, die ganze Fitnessindustrie, Giovanni ist einer der Ersten, die mir geschrieben. Das bedeutet, weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe nichts mit ihm was zu tun. Ich habe einfach einen Unfall und er macht sich Sorge und schreibt mir, hey, ich habe dein Video gesehen, es tut mir sehr leid. Das bedeutet zu viel, weißt du, was ich meine? Obwohl ich hatte Kollegen gehabt, die mir nichts geschrieben und fragt, wie es geht. Kollegen, wirklich, ohne Witz. Das ist jemand, der ist immer da irgendwie. Irgendwie, weißt du, was ich meine? Er hat mir geschrieben und guckt, ob mir... Und seitdem hab viel geändert. Denke ich mal. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Krass. Das denk ich ist mal, für mich selbstverständlich. Ja, das denke ich mal. Boah, das ist krass. Ist nicht so, wie man denkt über ihn im Internet, ne? Ist das nicht so? Ja, nein, du verstehst nichts mehr, ich meine. Manche denken, du machst das wegen Klicks oder irgendwas, aber in Wirklichkeit, du bist auch so. Das war offline, das war ja offline, das hat ja niemand gesehen. Ja, das war offline, weil, das meine ich halt. Ja, ich hab, das ist offline. Und, das war einfach nur caring, weil, ja, das war caring. Das war einfach caring, weil manche Sache, die denken, oh, Giovanni kümmert an die Kinder, weil er will Views oder irgendwas. Nein, aber er hat ihn offline und hat mich nochmal geschrieben und immer geguckt, ob alles okay und hat mir ein paar Tipps gegeben, hey, pass auf dich auf und so, bla bla bla. Das hat so viele Bedeutung und so halt. Aber Ende des Tages, was ich sagen will, ist so einfach so, dann sehe ich Giovanni so, wie gesagt, ich bin in Deutschland, keine Opa. Dann habe ich einen hier, der gedacht, okay, endlich habe ich meinen Opa gefunden. Hast du deinen Opa, dann habe ich gesagt, die ganze Zeit verarscht. Warum ist das? War einfach Spaß und so halt. Aber muss man nicht von einem Opa respektvoll sein? So? Giovanni, wenn Kamera alles auf ist, ist so halt, ist ganz anders. Wenn das was? Weißt du, wenn Kamera aus und so, ist ach, Kamera, ach so, ja, okay, weil okay. Kamera ist an, muss man ein bisschen Entertainment. Ich bin so einer. Das ist halt das Ding, wir wollen halt euch auch ein bisschen unterhalten. Ich bin da, ich weiß, ich hatte eine Verletzung, ich konnte nichts liefern. Die einzige Sache, dass ich was bringen kann in die Video, ist unterhalten und Entertainment und lustig sein. Ja. Mehr kann ich in die Video nichts bringen. Leon ist der Starkster da. Wenn ich in Leon Videos, was kann ich als Schwarzwald John in Leons Video bringen? Das die Frage stelle ich mir auch immer. Ja, was wirklich? Er ist der Starkster, er ist in jeder Disziplin stark. Was kann ich da bringen? Einfach lustig zu sein, authentisch zu sein und Spaß zu haben und so weiter. Das haben wir einfach Spaß gehabt. In dem Stella habe ich nichts gewusst, dass ich an der Linie gestritten, so halt, weil das war einfach... Dass du die Linie überschritten hast, meinst du? Ja? Nein, das habe ich nicht gewusst, ehrlich gesagt. Also pass auf, wir gucken uns jetzt mal die Szene an vom Kugelstoßen, ja? Yeah. Ja, das war gute Leistung, aber so gut ist auch nicht so. Aber er hat schon gesehen, du warst so ein bisschen auf Krawall gebürstet, ne? Ja? Das hat sich wie so ein roter Faden über das ganze Video gezogen. Giovanni, du bist dran. Ich kann nicht mit lass doch John erst machen schnell. Fick dich, Alter. Ich war schon so genervt, Alter, ohne Witz. Ich war so genervt.
Und ich meine, ich habe auch richtig, ich habe mich, wie der kleine Johannes kam bei mir raus, so, weißt du, das innere Kind, und ich war eh schon so, oh, ey, Karl, lass mich alle in Ruhe, ey, das kotzt mich hier alles so an, und dann diese blöden Sprüche von dir, deswegen, wenn ich schon anfange, so ausfallend zu werden, aber es war so, ich habe mich innerlich schon zurückgezogen, weißt du, weil ich so verletzt war, okay, dann habe ich das jetzt trotzdem gemacht, und dann komm, fuck you, und dann ging's weiter. Jawohl! Wieder eine krasse Leistung hat geliefert. Das kann nicht sein. Wahnsinn, Wahnsinn! He's hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry those hearts. Ja, du lachst, ne? Also, ich will was sagen, was passiert ist, als ich das gesehen habe. Da kamen mir gleich die Tränen. Ich habe das morgens beim Cardio geguckt. Ich war so und guck mir das an. Und ich bin sehr auditiv. Und ich habe diesen Song gehört und dachte mir so, Alter, ey, ohne Scheiß, ne? Ja. Also das war so, ich meine, wenn ich mich jetzt selber so angucke, ne, dann denke ich mir so, okay, du hast das, ich habe wie ein Mädchen gestoßen. So, da sagt man nicht. Aber das war schon sehr relativ schlecht, ich habe versucht über den Hals. Aber das Ding ist, ich gebe ja 100%, mehr kann ich nicht. Ja. Und dann kamen diese Sprüche und ich dachte mir so, Alter, komm, ey, halt doch einfach die Fresse. Also das war so, dass der kleine gemobbte Johannes von damals, weißt du, kam dann so raus. Das kannst du natürlich aber nicht wissen. Aber du bist einfach nur ein Mensch auch, Johann. Natürlich. Ja. Aber Menschen, der eine ist ein bisschen sensibler, der andere nicht. Ja. Aber als Kind habe ich da große Struggle gehabt, oder als Kind oder auch Jugendlicher. Ja. Damit, obwohl ich war mehr als Kind, ne? So mit 14, 15, 16 bin ich dann andere Wege gegangen. Aber. Was für eine Klasse-Leistung hat wieder die. Das war viel. Das war viel, ja. Der lacht noch drüber. Also das Ding ist so, das war echt schön. Also wenn ich ganz offiziell, das hast du an meinem Gesichtsausdruck gesehen, es war wirklich am Limit, ne? Ja. So auch wenn ich wusste, okay, das ist hier ein Videodreh, man sollte nicht alles für bare Münze nehmen. Aber in dem Moment war dieses innere Kind so getriggert. Und das war auch im Nachhinein für mich eine extrem krasse Lernaufgabe. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht anfange zu heulen. Ja. Ja, warum? Ach so, wir werden vorne rausgegangen. Oh, das tut mir sehr leid für Giovanni. Irgendwie. Die Musik auch sehr traurig. Das ist. Also. Vor allem das Ironische ist, der Song heißt People Help People. Aber super emotional. Yeah. Hast du gesehen, wie ich, also es ist interessant, mich, das ist, deswegen ist es auch so lehrreich, mich von außen zu betrachten in dieser Situation, ist für mich auch super spannend, weil man sieht halt, ich kenne mich ja ganz gut, so. Und wenn ich das meiner Mama zeige, die würde das sagen, oh, meiner Frau, dann würden die das erkennen, was da eigentlich mit mir los ist. Yeah. Und das war echt so, aber. Ich stelle mir dann halt auch die Frage, ist es nicht mein eines Problem? Und irgendwie ja schon, wie gehe ich damit um? Nee. Als ich fertig war mit dem Dreh, habe ich gedacht, okay, das habe ich sogar in meiner Insta-Story gesagt, ich sag, Leute, das war heute auf jeden Fall übelste Schulsport-Vibes und ich bin froh, dass ich heute so alt bin, wie ich bin. Ja. Aber ich dachte mir mit meinen 44 Jahren so, oh, das ist so lange her, scheiß drauf. Weißt du, was ich meine? So, das ist so, das habe ich alles verarbeitet. Und ab und zu schmunzel ich mal, wenn ich in irgendwelchen Formaten sehe, dass ältere Leute irgendwelche Kindheitstraumata nicht aufgearbeitet haben. Ja. Das will ich jetzt nicht als Trauma bezeichnen, aber es ist etwas, was in meiner Kindheit passiert ist. Ja. Und das hat offensichtlich doch Spuren hinterlassen. Danke ans Universum, dass es keine schlimmeren Sachen waren in meiner Kindheit, weil das hätte ich noch viel mehr Struggles gehabt. Aber das war für mich heute lehrreich, aber damals war das für mich richtig Schmerz als Kind. Ne? Weißt du, wenn du so. Und dann macht ja auch dann die ganze Gruppe so ein bisschen mit und dann bist du automatisch dieser Typ, der da immer so in Anführungsstrichen gemobbt wird. Also ich war dann am Ende auch nicht sauer und ich sagte, wie es ist, ich war am Ende so, als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, oh scheiße, jetzt kriegt der arme John ordentlich ab. Jetzt kriegt der John ab, das war mir gar nicht bewusst und ich dachte, ich komm bei dem Video schlecht dabei weg, aber es ist ja das Gegenteil passiert. Yeah. Und ich glaube, dass dir das auch nicht gerecht wird. Hast du dir die Kommentare angeguckt? Ich bin jemand, der keine Kommentare liest seit meiner Strange Wars, weil
Ja, meine Strange Wars war 2014 bis 2016. Damals war diese Flüchtlingspolitik und alles und so halt. Da habe ich so viele Rassisten, viele Liebe, aber mancher, ich bin so eine Person, ich bin in Gewalt geboren und gewachsen. Ah. Ja, leider, ich bin, ja. Du wurdest auch von deinen Eltern, das war so üblich, oder? Ja, du hast auf die Fresse bekommen. Ja, ich habe geprügelt bekommen fast jeden Tag in die Straße. Aber hast doch bestimmt viel Scheiße gebaut, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, und so halt. Deswegen, ich bin so einer Thema, so Rassismus oder meine Haut oder meine Eltern, da mache ich keinen Spaß. Da muss ich ehrlich einfach sagen und so halt. Deswegen so. Hast du Kommentare bekommen? Hat dich irgendjemand? Ja, manche haben geschrieben, das war nichts. Meine Freundin liest Kommentare und sagt mir und hat mir einen Screenshot gesagt, wo einer gesagt, bei dem John soll man ein Gambier lassen, dass er weiter verhungert. Ich habe sogar die Kommentare in meinem Handy oder so. Weißt du, was? Was unter dem Video von Jonas? Ja, oder? Ja, ja. Das habe ich nicht gesehen. Da. Alter, also das ist dann auch so. Ja, aber es ist, wie gesagt, ich bin der Meinung. Nice Schwanz, Bro. Hm? Gut, dass du den kleinen Johannes heute nicht rausgelassen hast. Ja, Gott sei Dank. Gut, dass John nach Deutschland gekommen ist. Zu Hause wäre er wahrscheinlich weiter verhungert. Oh, weißt du, weißt du, was ich meine? Aber das ist einfach, wie gedacht, weißt du. Ist aber du lässt solche Kommentare nicht nah. Das ist ja eine Person, die du nicht kennst. Nee, so, ne? Ich bin der Meinung, weißt du, das Internet, Leute wird so schreiben, was die wollen, aber bei mir. Augen für Augen wird mir keiner so was sagen, weißt du? Ja, was natürlich nicht. Es ist so, ich würde nichts machen, aber weißt du? Also ich habe mir die Frage gestellt, so, wir sind ja auch irgendwo ein bisschen vorbei. Hat mir einer geschrieben, auch ein bisschen Beleidigung so halt. Ich habe die Kommentare wieder gelost, weil, wie gesagt, es ist, muss man was vorstellen. Ich habe die Linie bestritten, das ist so. Ja. Muss nicht sein, aber Ende des Tages und so halt, man lernt, wir sind einfach Menschen und wir wollen Content bringen. In die Zukunft wird auch Fehler geben. Irgendwann müssen wir lernen und weitergehen. Und es ist einfach, du bist sehr lange in der Szene, du weißt schon, was ich meine und so hat. Ja, ja, klar. Ja, aber du konntest ja auch nicht wissen, was ich in der Kindheit erlebt habe. Ja, und was das für ein Schmerz für mich ist. Ja, einfach zu wissen, ich würde Sachen gerne können, aber ich kann sie halt einfach nicht, weil das meine Genetik nicht vorgibt. Also sprich, ich wäre auch nie ein guter Fußballspieler gewesen, weil ich zwei linke Füße habe. Ja. So, ich kann mit meinen Beinen nicht so viel machen, deswegen habe ich ja auch Bodybuilding gemacht, weil Bodybuilding ist eine eindimensionale Sportart, das kriegt eigentlich jeder hin. Ja. Also nicht mal das kriegt jeder hin, aber du weißt, was ich meine. So. Ja. Ne? In dem Moment war es lehrreich, ich bin ja eh der Freund davon zu sagen, dass man, also die schmerzhaftesten Erfahrungen lassen uns am meisten entwickeln. Lernen durch Schmerz, das ist ja wie im Training so, weißt du? Und deswegen habe ich das persönlich eher als Chance gesehen, nach dieser ganzen Veranstaltung. Mhm. Aber das Video war für mich auch nochmal so ein extra Ding, wo ich dachte, wow, das war krass. Aber das ist gut, wie du ruhig geblieben und so halt. Mancher konnten ausrasten oder so, weißt du. Na guck mal, ich habe dir auch applaudiert, als du dann so weit gestoßen hast. Ja, aber das ist, für mich, das war okay. Ja, ich habe dir aber, natürlich, das war okay. Für mich war okay, weil ich. Achso, für dich war es okay, also. Weil ich habe das ganze Zeit gemobbt oder irgendwie. Leute haben das gesehen als Mobbing, obwohl ich das nicht als Mobbing gesehen. Das war einfach unter Kollegen und so halt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die Frage stelle ich mir halt öfter, weil wir leben in 2024. Man muss immer genau aufpassen, was man tut und was man sagt. Und das ist auch richtig. Wir sind halt Gott sei Dank schon erwachsene Menschen. Ja. Wir können damit anders umgehen. Ja. Ich sehe es als Chance zu lernen, auch über mich zu lernen. Ja. Weil ich habe definitiv was Neues über mich erfahren, von dem ich dachte, dass das schon längst passé sei. Aber unter Kumpels, sind wir mal ehrlich, so in der Fußballmannschaft, wenn wir zusammen Fußball spielen oder macht irgendeinen Quatsch oder Basketball, dann macht einer einen blöden Spruch, dann wird einer mal gebantert oder gemobbt, dann ist der nächste mal wieder dran. Ja. Und ich glaube, das ist doch so, unter Kumpels kann man das, glaube ich, machen. Ja, aber heutzutage musst du vorstellen, was du offenlich machst und so halt, wie ich gesagt und so halt. Unter Kollegen, ich bin von einer Gesellschaft gekommen in Afrika, wo wir sind locker. Ja, das kann ich. Die westliche Problem, was du hast als Problem in Deutschland, für uns ist kein Problem in Afrika oder in Gambia. Wir haben andere Sorge, andere Vorsorge, andere Probleme und so. Wir sind ganz chillig, ganz locker und so. Wie gesagt, ich hatte einen Onkel gehabt daheim, wo ich ihm jeden Tag fast gemobbt und oder so einfach Spaß. Und ich es ist halt einfach auch eine andere Welt, in der du groß geworden bist. Und das war nie ein Thema zu Hause, obwohl manchmal meine Mama sagt, das ist too much. Das ist too much. Ja, ja, ja. Aber für ihn war einfach locker.
Weißt du, was ich meine? Er hat damals eine Freundin gehabt, er kommt mit einer neuen Frau daheim. Ich habe ihm einfach richtig als Ops genommen, weil die Freundin war sehr klein oder irgendwas, was, irgendwas war immer und so. Also weißt du, was glaube ich wichtig ist, ja. Was wir den jüngeren Leuten mitgeben können, ist, was können sie machen in solchen Situationen? Ja. Ich glaube, man kann auf jeden Fall und sollte auch durch Krafttraining oder allgemein Sport, ja. selbst Krafttraining, Krafttraining ist die Lösung für alles. Aber mehr, mehr Selbstsicherheit, mehr Selbstvertrauen, mehr Confidence. Sich trauen, für sich selbst vertrauen einfach auch. Yeah. Weißt du? Was ich eher wichtig finden würde, wie ihr beide in Zukunft mit sowas umgeht. Ja, solange, solange der sich nicht entschuldigt, dann soll er sich... Ich bin der Meinung... Das ist die Chance. Ich bin, der, Chance. Ich bin der Meinung, Giovanni ist mein Opa. Wenn ein neues Video kommen wird, ich und Giovanni, ich werde einfach wieder mit Giovanni richtig Spaß haben. Hey Giovanni, guck mal. Nobody promised us we're gonna leave tomorrow. Oh ja. Weißt du, niemand hat uns versprochen, dass wir morgen in Leben sind. Bestimmt. Wir haben jetzt. Aber stell dir vor, ich wäre gestern gestorben und du hättest mich gemobbt und du hättest jetzt ein schlechtes Gewissen, weil du mich gemobbt hast und ja, mit mir in Streit auseinandergegangen bist. Ja, deswegen sitzen wir hier und reden wir drüber und so halt. Weißt du, also was, glaube ich, wichtig ist, festzuhalten, den anderen Leuten Grenzen aufzuzeigen. Ich habe das mitgemacht, ich war auch fein damit, aber ich hätte auch sagen können, für mich ist hier die Grenze, Alter. Ja. John, mach einen Spruch und ich hau dir auf die Fresse. Oder, keine Ahnung, ich möchte, dass du jetzt respektierst, dass du die Grenze überschritten hast. Ja. Das wäre auch eine Option für mich gewesen. Ja. Können wir ja drüber sprechen, ganz klar. Und für die jungen Leute geht genau das Gleiche. Und wenn ihr erwachsen seid... Ich habe Witze gemacht über deine Leistungen, aber das als Person oder habe ich das nicht? Ja, ich habe es persönlich genommen, vielleicht ein Stück. Oder das innere Kind hat es persönlich genommen. Ja, ihr wisst, kennt mich ich bin jemand, der über mich selber lachen kann. Ich habe ein Video mit Leonie das gemacht, wo jeder wusste, dass niemand an Leonie rankommt. Trotzdem habe ich mitgemacht. Ja, ja. So. Ich habe dich nicht beleidigt als Person. Ich habe voll Respekt vor dich. Und so halt. Ich sehe das wie mein eigener Onkel, ohne Witz. Und so halt. Obwohl, manchmal sehe ich das wie mein eigener Opa auch. Und so halt. Den du niemals hattest. Ich bin der Opa, den du niemals hattest. Und so halt. Großartig. Ja. Und ich habe, die Leistung war einfach so von mir, ich denke mal, weißt du, du bist sportlich, du bist Bodybuilder, du bist sehr stark und so halt. Du warst sehr stark. Du warst einer der Starksten damals in Deutschland. Du warst keine schwache Person, die sowas machen. Gut, okay. Ja, wirklich. Ja. Und so halt, und dann sehe ich das mit Sprinten, denke ich mal, das kann nicht sein. Also ich fand, ich habe da gar nicht so eine schlechte Figur gemacht. Ja, doch. Doch, Hals, Maul, Alter, wirklich. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir das Video beenden. Obwohl ich bin die letzte Person da. Aber normalerweise mit deinen schwarzen Gehen müsstest du eigentlich schnell sein. Ohne meine Beine wäre ich richtig schnell. Ja, du hast dich verletzt. Hättest du mal auf meine Tipps damals gehört, die ich dir gegeben habe, dann wärst du jetzt... Ich bin sehr... Leute, vielen Dank für euren Support. Danke, dass ihr so viel Initiative für mich ergriffen habt. Yeah. Danke, dass ihr den lieben John verzeiht. Yeah. Es war... Spaß unter Kumpels und solange ihr unterhalten seid, ist alles fein, oder? Ja. Wie gesagt, das Leben ist... Das Leben ist manchmal viel zu kurz, Leute. Ja, ich bin sehr dankbar, dass Giovanni mir eine Plattform geben auch und so. Und sag mir, und weißt du, was mir sehr... Ich bin dankbar, dass ich den Quotenschwarzen hier mit dabei habe. Weißt du, was sehr interessant ist? Der interessante Punkt ist, dass halt die Giovanni hat die Kommentare gelesen, das hat ihm wehgetan. Nö, eigentlich nicht. Nichts wehgetan, aber du hast Sorge an Mist gemacht, deswegen hast du mir gesagt... Aber weißt du was, ich glaube, was passieren kann, ist, dass man sich in so einer Opferrolle labt. Also, dass man sagt, ich bin so ein Opfer. Yeah, yeah. Aber raus aus der Opferrolle. Yeah, yeah. Du bist raus auf der Opferrolle. Ja, natürlich. Und sag, hey John, hey, ich habe die Kommentare gesehen, das sieht nicht so gut aus. Ja, Bro, das tut mir leid für dich, Alter. Ja, und so halt. Weil du bist eine Person, so bist du als Giovanni. Mhm. Du machst Sorge an Menschen. Du bist kein egoistischer Mensch, der nur an sich... Weißt du, ich sag dir was. Wo ich in die Fitnessindustrie gekommen, ich habe viele Videos gesehen, wie Mensch, ich habe Menschkenntnis und so. Oder? Und ich habe mich versprochen, ich will nichts zu tun mit vielen Influencern. Mhm. Weil die sind nur am... Die wollen nur was. Ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ich will einfach meine B-Team und Leon und so halt, die sind Leute... Die wollen was von mir. Das sieht man. So wie du. Und alles so halt. Zusammen. Ja, muss es einfach geben und nehmen und so halt. Und ich bin so dankbar, dass du, weißt du, du hast einfach geschrieben und gesagt, oh, das sieht nicht so gut aus. Wenn kannst du so schnell wie möglich nach Berlin kommen und so. Du konntest sagen, scheiße, egal.
Hauptsache, sie steht da gut und so halt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das meine ich halt. Das ist sehr. Das ist aber es ist grundsätzlich, glaube ich, eine Frage der Erziehung, auch so respektvoller Umgang mit Menschen. Ich habe das Glück, dass ich mich für Menschen interessiere und Menschen liebe. Mhm. Auch wenn ich manchmal Zweifel habe an der Menschheit, manchmal. Ja. Aber im Großen und Ganzen fällt es mir sehr leicht, Menschen zu mögen. Und ich glaube immer an das Gute im Menschen. So. Ich glaube, damit können wir das jetzt abschließen. John, hat mich sehr gefreut, Mann. Ja, ich auch, Mann. Danke. Wirklich. Aber deswegen ist so Stella, würde ich dies irgendwann nach Gambia. Nochmal, danke. Das ist so schön. Deswegen ist so Stella, würde ich dies in Gambia einladen, okay? Ja, das wäre wirklich geil. Bis auf die Moskitos und die vielen Schlangen und Tiere und so. Ja, nein, die Moskitos kann man was machen und so. Wenn man mancher Ort und bleibt, ist es nicht so. Manche Hotels. Wir machen jetzt ein Thumbnail, in dem wir ganz ernst uns gegenseitig angucken. Oder ich glaube, du lachst über mich und ich bin dann der Ernste. Alles gut, ja. Okay, gut.